Diese Videoaufnahme eines YouTubers sagt mehr als 1000 Worte. Hier gehen zwei Personen, die Warnwesten anhaben, die Straße entlang. Wir sehen aber nur eine Person. Erst als die zweite Person eine Taschenlampe auftritt, ist sie auch sichtbar. Dieses Szenario ist definitiv lebensgefährlich. Also wie wir uns das Video angeschaut haben, haben wir uns gedacht, das kann eigentlich nur ein Ausreißer sein, dieses Produkt, und haben daraufhin beschlossen, also der ADAC und wir, den gesamten deutschen Sprachraum einmal zu schauen, was es für Westen gibt. Auf 14 verschiedene Produkte sind wir gestoßen, die haben wir alle eingekauft und dann einmal in einem Schnelltest überprüft, und das Ergebnis war tatsächlich eine Katastrophe. Und weil wir das dann selber nicht glauben haben können, haben wir dann nochmal ein Labor beauftragt, die das professionell unter Laborbedingungen untersucht haben, hat sich aber genau das bestätigt. Also von den 14 Stück waren 9 gut, 5 schlecht, und zwar ganz schlecht. Das ist eigentlich eine Frechheit aus meiner Sicht, denn aus diesem Grund kaufe ich mir ja eine Warnweste, damit sie funktioniert. Also als Modeaccessoire wird sich das wohl niemand kaufen, und 5 der Produkte haben überhaupt nichts können. Ob ich in der Dunkelheit gut sichtbar bin oder nicht, entscheidet sich spätestens beim Kauf der Warnweste. Kaufe ich die Warnweste in einem Geschäft, sollte ich mir vor dem Kauf das eingenähte Label ganz genau anschauen. In Österreich müssen alle Warnwesten, die im Fahrzeug mitgeführt werden, sowieso der EN ISO 20471 entsprechen. Und das finde ich am Etikett der Warnweste. Und auch wenn ich die Weste online kaufe, muss das eigentlich irgendwo in dem Online-Portal erwähnt werden, dass die Weste dieser Norm entspricht. Sonst brauche ich mir es eh nicht kaufen in Österreich. Und wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass seine Warnweste auch wirklich gut leuchtet, kann das in einem Selbstversuch testen. Ja, an sich gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Von einem der Hersteller dieser retroreflektierenden Materialien gibt es auch ein Testkit zu kaufen. Das ist eine ganz normale Brille mit Lichtquellen seitlich. Und daneben ist dann eigentlich so ein Vergleichssheet mit verschiedenen Reflexionsstärken. Und damit leuchtet man quasi auf die Jacke, auf die Weste, die möglichst im Dunkeln hängt. Und es war dann relativ einfach, einmal schon festzustellen, mit diesem Schnelltest sind wir drauf gekommen, also 2 Drittel der Westen funktionieren, aber 1 Drittel überhaupt nicht. Aber es gibt eine ganz einfache, billige Möglichkeit. Jedes Handy hat heutzutage eine Taschenlampenfunktion. Und mit diesem LED-Licht, das relativ stark ist, kann ich bereits prüfen, ob der graue Streifen auf der Warnweste seine Funktion erfüllt. Ich hänge die Warnweste einfach in einen dunklen Schrank hinein, leuchte von außen hinein, und da muss das signifikant weiß zurückreflektieren. Wenn ich hier nichts sehe oder nur so einen grauen Schimmer, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Weste nichts taugt. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn das Mitführen einer mangelhaften Warnweste zieht eine Strafe nach sich. Im schlimmsten Fall kann es Ihr Leben gefährden. Das ausführliche Testergebnis finden Sie wie immer auf unserer Website.